Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meinem ersten Modern Warfare 2 Tipps und Tricks Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr besonders schnell die Waffen levelt und natürlich auch euch selber. Denn es gibt einen Modus, wo wir gegen ganz, ganz viele Spieler kämpfen und auch viele Bots auf den Maps unterwegs sind. Warum wollen wir eigentlich so schnell Waffen gerade leveln? Denn in diesem Spiel ist es so, dass wir bestimmte Waffen nur freischalten können, wenn wir andere Waffen gelevelt haben. Es bringt nichts, wenn du Level 55 bist und bestimmte Waffen gar nicht erst spielst, wie zum Beispiel die beliebte MP5 oder MP7. Ich verwechsel die gerne mal, weil die hier ein bisschen anders heißen. Für eine dieser beiden MPs muss man erst andere Waffen gelevelt haben. Und deswegen gibt es einen Spielmodus, der besonders beliebt ist. Und es kann sein, dass das bald gepatcht wird, weil es extrem easy ist. Ich möchte euch erstmal zeigen, was ich mit dem Leveln genau meine. Natürlich kann es auch sein, dass ihr Bock auf den Camo Grind habt und die ganzen Tarnungen freischalten wollt. Dafür ist der Modus auch extrem beliebt, bevor ich auf den Modus komme. Ich möchte euch einfach mal eine Klassengattung zeigen, die ich meine. Ihr wollt zum Beispiel diese MP freischalten. Lachmann MP, ich glaube es ist die MP5 oder MP7, wie gesagt. Ich verwechsel die beiden. Eines von den beiden ist hier. Die Well 46 ist die MP5 oder 7 und eben umgedreht. Und die Lachmann MP zum Beispiel, die können wir nur freischalten, wenn wir die Lachmann 556 auf Stufe 12 bringen. Um die zu bekommen, das ist dieses Sturmgewehr hier, müssen wir die Lachmann 762 auf Stufe 13 bringen. Und das ist ein Kampfgewehr, gleich das allererste hier. Ihr seht, es ist ein bisschen was verändert worden beim Grind. Und das finde ich eigentlich relativ geil. Dadurch bist du gezwungen, unbeliebte Waffen zu zocken. Wenn du auf die Camos gehst, dann bist du sowieso gezwungen, mehr oder weniger alle Waffen zu spielen. Und deswegen rate ich euch, spielt folgenden Modus. Und das ist der Invasionsmodus. Ich gehe noch mal ganz kurz ins Hauptmenü. Viele wissen es vielleicht gar nicht. Ich habe es die ersten zwei Tage gar nicht gecheckt. Denn ihr seid hier im Hauptmenü. Schnell spielen, Moshpit, Gefangenenrettung und so weiter. Ihr könnt aber auch nach unten drücken. Und dort findet ihr den Invasionsmodus. Das ist ein Modus 20 gegen 20. Und zusätzlich spawnen immer und immer wieder Bots. Und das ist nämlich die Besonderheit. Die Bots geben viel zu viele Erfahrungspunkte auf euer eigenes Level, auf das Waffenlevel und so weiter. Das zählt alles mit. Ihr könnt theoretisch Helikopter abfangen, zu dem Helikopter rennen. Während die Bots dort rausspringen, könnt ihr die ganz easy runterschießen. Die sind extrem einfach zu töten. Viele haben auch Rüstungen, sodass du ein bisschen länger draufballern musst. Aber es ist extrem empfehlenswert, diesen Modus zu spielen. Und dadurch, dass es so einfach ist, kann ich mir vorstellen, dass es bald gepatcht wird. Welche Waffen sind vor allen Dingen besonders gut geeignet? Zum einen alle, aber gerade weil dieser Modus extrem große Karten hat, empfehle ich, sucht euch zwei Waffen, die ihr leveln wollt. Zum einen eben, wie gesagt, die Lachmann 762 ist ein perfektes Beispiel. Das ist ein Kampfgewehr auf mittlere und schon hohe Distanzen gut geeignet. Einzelschusswaffe hauptsächlich, die kannst du auch umstellen auf Sturmgewehr oder Autofeuer. Modus verzieht aber extrem. Deswegen auf Distanz, weil du auch viel Open Field rennen musst, auf Distanz zum Snipen so ein bisschen. Und wenn du in Häuser gehen musst, und das kommt auch oft vor, wenn du auf ein Dach klettern willst und so weiter, nehmt eine MP mit, eine Schrotflinte, irgendeine Waffe für Nahkampf, eine für Range, einen Sniper und so weiter und so fort. Deswegen, dieser Modus ist extrem geil und auch die Bots, die spawnen natürlich immer und immer wieder und die zählen auch auf eure Abschussserie. Ihr müsst aber mehrere Leute abknallen. Also ein Bot abknallen ist nicht klein, gleich ein Punkt für deine Drohne, dann müsst ihr ein paar mehr abknallen. Ganz kurzer Cut zwischendurch, ich habe es fast vergessen im Video zu erwähnen, denn wenn ihr zwei Primärwaffen mitnehmen wollt, solltet ihr natürlich eine Klassengattung wählen, wo der Overkill-Perk entweder bei Angriff oder beim Meisterschütze ist Overkill mit drin. Nur dann könnt ihr zwei Primärwaffen tragen. Also von mir aus eine Sniper und eine MP. Ansonsten habt ihr eben nur eine Sniper und so eine Wasserspritzpistole an Bord. Das ist ganz wichtig. Ansonsten dauert es eben deutlich länger zu leveln. Nur mit einer Sniper in Invasion rumzurennen und einer Wasserspritzpistole ist, glaube ich, nicht ganz so empfehlenswert. Dann solltest du wirklich dauerhaft auf irgendwelchen Dächern campen. Und ob das immer so Sinn der Sache ist, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt extrem gute Sniper-Spots in diesem Modus und einige Karten
sehr groß, also nur zu empfehlen. Wie gesagt, ich glaube, dass über kurz oder lang dieser Modus ein bisschen gepatcht wird. Der wird gleich bleiben, aber die Punkteverteilung für die Bots wird garantiert runtergepatcht. Also das kann nur eine Frage der Zeit sein in den nächsten Tagen. Nehme ich mal an, lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen, wie euch dieser Tipp gefallen hat. Könnt ihr euch mehr Videos in solche Richtung von mir vorstellen? Lasst mich das einfach mal wissen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Das war es jetzt von mir. Da rein noch ein schönes Restwochenende. Ciao.